Der Coronavirus in China und das Dropshipping-Modell aus Asien. Hat das Ganze wirklich Auswirkungen auf uns oder ist das alles nur Tritra-Trollala? Das erfährst du in diesem Video. Also viel Spaß! Mehr als 56 Tote und circa mehr als 2000 infizierte Menschen hat das Virus in China bereits schon den Menschen getroffen. Hat das Ganze wirklich Auswirkungen auf unser Businessmodell, wenn wir das Ganze über Asien machen, das Dropshipping-Modell, oder eben nicht? Das ist eine ganz, ganz, ganz spannende Frage, die wir uns hier auf jeden Fall stellen sollten. Fakt ist, dass jetzt schon einige Lieferanten eventuell eine Woche länger zu haben, aus sicherheitstechnischen Gründen. Was ich mit dir in diesem Video besprechen möchte, ist letztendlich, ob das Ganze auch wirklich Auswirkungen auf unser Businessmodell hat. Klar, wir dropshippen hauptsächlich viel aus Europa, aber natürlich auch der Großteil kommt einfach aus Asien, weil die Qualität teilweise sogar besser ist und weil wir eben günstigere Einkaufspreise haben. Jetzt ist allerdings diese Frage, hat dieses Virus, was aktuell in China ist, wirklich, wirklich starken Einfluss auf dieses Geschäftsmodell? Und ganz klar, nein. Natürlich die ein oder anderen Lieferanten, die sagen vielleicht, okay, jetzt gerade Chinese New Year und wir werden das Ganze um eine Woche verlängern, aus sicherheitstechnischen Gründen. Aber nichtsdestotrotz möchte ich ganz ehrlich mit euch umgehen. 56 oder 2000 infizierte Menschen ist in China jetzt nicht so die Welt, wenn wir einfach mal bedenken, wie viele Einwohner China tatsächlich hat. Ich habe vorgestern ein sehr ausführliches Gespräch mit meiner chinesischen Händlerin und auch Herstellerin gehabt, wo wir über genau dieses Thema gesprochen haben, und sie hat mir versichert und auch versichert zugesagt, dass es keine Auswirkung auf das Geschäftsmodell haben wird und dass auch die Lieferzeiten nichtsdestotrotz ganz normal fortgesetzt werden und dass sie auch keinen Zusatzurlaub machen wird, weil das Virus in deren Umkreis jetzt nicht so wirklich aktiv ist. Letztendlich ist es meiner Meinung nach einfach nur so ein Hype, der wieder aufgebaut wird. Das sagte sie mir im vorgestrigen Gespräch ebenso. Es ist einfach nur ein Hype, der durch die Medien generiert wird. Das Gleiche hatten wir, wenn wir mal 5, 6, 7 oder sogar 8 Jahre mal zurückblicken auf Deutschland, was wir hier damals hatten. Hier war es damals die Vogelgrippe zuerst, wo alle Menschen nur noch zu Hause saßen und keiner ist mehr rausgegangen. 2 Jahre später kam dann die Schweinegrippe auf einmal und das ist dann alles so eine Hype geworden, einfach nur durch die Medien, weil die Nachrichten, TVs nur noch darüber berichtet haben und nur noch erzählt haben, wie schlimm alles ist und wie viele Tote es gibt und wie viele infiziert sind und dass es kein Gegenmittel gibt und so weiter. Das heißt, durch die Medien wurde ein enormer Hype aufgebaut, was dazu geführt hat, dass wir total verunsichert waren und dass wir jetzt aktuell, so wie es jetzt ist, gar keine Ware mehr aus China haben wollen. Ich persönlich habe mich so ein bisschen mit dem Virus auseinandergesetzt, du wahrscheinlich auch, sonst hättest du dir dieses Video nicht angeschaut oder nicht angeklickt. Es ist letztendlich so, dass die Übertragbarkeit dieser Krankheit nicht vom Produkt zu Produkt geht. Das heißt, wenn du jetzt ein Produkt in China bestellst, bedeutet das nicht, dass du, nur weil das jemand angepackt hat, der mit diesem Virus in Kontakt kam, dass du jetzt direkt infiziert bist. Es ist bewiesenermaßen nur übertragbar durch direkten Menschenkontakt. Das bedeutet, wenn ich dich jetzt direkt einfach anniesen würde, dann wärst du rein theoretisch davon infiziert. Und genau das Problem haben wir nicht in Deutschland, dass wir jetzt Angst haben müssen, Ware von China nach Deutschland zu importieren, sondern ganz im Gegenteil, wir können das Ganze ganz normal weiterführen. Stellen wir uns einfach mal vor, jemand würde drauf niesen auf dieses Produkt. Und ich sage euch ganz ehrlich, die Bakterien, die überleben nicht einmal diese Strecke von China nach Deutschland. Und in dem Sinne ist es auch nicht übertragbar. Das heißt, da müsst ihr euch erstmal keine Sorgen machen. Ich möchte euch ganz ehrlich sagen, hört auf Fernsehen zu gucken, hört auf Nachrichten zu schauen. Es wird immer nur Negatives berichtet. Es wird auch weiterhin einfach nur negativ berichtet, wenn irgendwie in China jetzt Menschen sterben durch das Virus. Warum das so ist? Ne, die Leute brauchen Unterhaltung, das ist halt einfach so. Ich meine, in China sterben weitaus mehrere Menschen am Tag und nicht nur durch dieses Virus. Ich will nicht wissen, wie viele Leute da an einem Verkehrsunfall sterben, wie viele Leute sterben, weil ein Reissack umfällt. Das wird nicht berichtet.
Sobald aber jemand durch so ein Virus stirbt, das muss sofort in die Medien, es wird ein Hype aufgebaut und dadurch ist schon mal mehr so die Gefahr, oh, China, nee, bloß nicht. Und in diesem Sinne wollte ich euch das noch einmal erzählen, dass man da vielleicht so ein bisschen aufhören sollte, Nachrichten zu schauen. Und es wird keine Auswirkung auf unsere Kunden haben, es wird auch keine Auswirkung auf unser Geschäftsmodell haben. Das kein Chinese New Year ist jetzt zu Ende, beziehungsweise naht sich dem Ende. 31. Januar machen die meisten wieder auf und in dem Sinne, es läuft alles ganz normal weiter. Unsere Ware ist schon wieder auf dem Weg, weil die Post nur 5 Tage zu hatte und in dem Sinne läuft aktuell alles ganz wie vom Fließband. Stellen wir uns einfach mal vor, es würde jetzt wirklich das Worst-Case-Szenario kommen, wobei ich immer davon abrate, sich so ein Worst-Case-Szenario irgendwie zu implementieren, weil ich sage immer, wenn du an einen Plan B denkst, dann hast du Plan A innerlich schon aufgegeben. Deshalb ist es okay, was mache ich denn, wenn es nicht funktioniert? Okay, dann mache ich halt das und das und das. Das ist eigentlich so das Dümmste, was man machen kann, habe ich persönlich noch nie gemacht. Einen Plan B habe ich nicht, weil wenn ich an einem Plan B nachdenke, dann gebe ich Plan A innerlich schon auf und aus dem Grund bleibe ich immer bei einer Sache, fokussiere mich auf eine Sache und ziehe die auch wirklich durch, bis das Ganze fruchtet und funktioniert und habe damit bisher nur positive Erfahrungen auch tatsächlich gemacht. Was ich euch jetzt nochmal sagen wollte, ist, stellt euch einfach mal vor, es würde wirklich so kommen, wie die Medien es immer sagen. Ja, da macht die Industrie zu, da macht das zu, der Versand macht zu und so weiter und so fort. Sollte das wirklich so sein, dass die Industrien zu machen, dann wäre das das Aus für fast die ganze Welt. Weil ich will euch mal ehrlich sagen, 80% großer Hersteller produzieren alle in China. Sei es irgendwelche große Autokonzerne, sei es Apple, sei es Samsung, sind alles chinesische Hersteller, die alle in China produzieren. Und stellt euch mal vor, die machen den Laden dicht oder generell euer Lieferant macht den Laden dicht. Der braucht ja nie wieder aufmachen, wenn er einmal den Laden zu hat. Und in dem Sinne, lasst euch da keine Bilder in den Kopf werfen, das wird nicht so kommen. Ich bin der festen Überzeugung und meine Herstellerin auch, die in China in Guangzhou haust und in Xiamen, die hat tatsächlich gesagt, mach dir keinen Kopf, Kevin, das Ganze ist jetzt ein Hype, 2 bis 3 Monate, dann ist das Gespräch wieder vorbei. Sie sagte auch, vor ein paar Jahren hattet ihr doch auch die Schweinegrippe, da wurde auch nur in den Medien berichtet, das haben wir hier hinten auch mitbekommen und war auch nach 2, 3 Monaten wieder vorbei und genau dasselbe wird es da jetzt auch sein. Natürlich ist die Bevölkerungsanzahl in China halt einfach höher, weshalb die Anzahl der Infizierten natürlich auch höher ausfällt, als wenn sowas jetzt in Deutschland herumkursieren würde. Und in dem Sinne, macht euch da echt keinen Kopf, hört auf, da irgendwelche Nachrichten und Schlagzeilen zu lesen, macht einfach, fokussiert euer Ding weiter, denn nur so werdet ihr auch wirklich Erfolg damit erzielen. Und in diesem Sinne wünsche ich euch jetzt schon mal ganz viel Spaß dabei, weiterhin Produkte zu verkaufen und ich hoffe, ihr habt das Chinese New Year alle sehr gut überlebt.